Dieser Stein, der ist ja erstmal ganz schön unscheinbar, aber er birgt ein besonderes Geheimnis und man findet ihn häufiger an der Nahe, einer Region, die bekannt ist für Edelsteine und auch edle Weine. Aber wie Wein und Stein dort zusammenhängen, das ist eine tolle Geschichte. Das Steinkaulenbergwerk ist die einzige Edelsteinmine in Europa, die für Besucher freigegeben ist. Wir begeben uns unterirdisch auf Spurensuche in eine funkelnde, märchenhafte Welt. Die gesamte Mine erstreckt sich weit unter der Erde. Erwähnt wurden die Edelsteinvorkommen der Region erstmals 1375. Seit dem 15. Jahrhundert wurden dann Edelsteine abgebaut. Von den Scheinwerfern angestrahlt glitzern in den Stollenwänden Achate, Bergkristalle, Amethyste, Rauchquarze, Kalkspat und andere Edelsteine. Besonders die Drusen und Geoden mit ihrem unscheinbaren Äußeren und dem immer wieder überraschend kostbaren Innenleben sind faszinierend. Auf dem Weg durch den 400 Meter langen Besucherstollen fühlst du dich wie in einer geheimnisvollen Märchenwelt. Und wenn du Lust hast, selbst Schätze zu finden, kannst du dein Glück im Edelsteincamp und auf den Schürffeldern versuchen. Nach dem Besuch der Mine lohnt sich ein schöner Spaziergang auf der Traumschleife Edelsteinschleiferweg zur historischen Weiherschleife. Hier kannst du erleben, wie man früher die im Steinkaulenberg gefundenen Edelsteine zum Glänzen gebracht hat. Dann möchte ich noch ein paar Worte über die Weiherschleife sagen. Diese Schleife, die hat man vor über 250 Jahren gebaut. Die Tradition oder die Kunst des Schleifens, die kennt man aber hier bei uns im Tal schon über 500 Jahre. Und das hat alles seinen Anfang genommen, als man damals durch Zufall oben am Steinkaulenberg erste Achate und den Jaspis entdeckte. Die Schleifer verbrachten einen großen Teil des Tages bäuchlings auf sogenannten Schleiferkippstühlen vor den Schleifrädern. Die Schleifräder wurden von Wasserrädern angetrieben und einst gab es an den Bach- und Flussläufen um Idar-Oberstein 183 Schleifmühlen. In den Ausstellungsräumen der Weiherschleife kannst du Edelsteine von nah und fern erleben. Perfekt illuminiert kommen sie wundervoll zur Geltung. Die Schmuckdesignerin Claudia Adam lebt und arbeitet hier in der Edelsteinregion, macht ihren besonderen Schmuck aber aus ganz anderem Material. Wie kamen wir dazu, aus Weinflaschen Schmuck zu machen? Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. 2011 hatten mein Mann und ich, wir hatten bei einem Glas Wein die Idee, den Flaschenhals einfach mal abzuschneiden mit den Möglichkeiten, die wir bei uns in der Werkstatt haben, und haben daraus dann Ringe geschliffen. Bei der Edition Edelschliff kommen zwei Dinge, für die Region steht, zusammen. Einmal der Wein der Nahe und der Edelstein, der die Region über die Grenzen hinweg bekannt gemacht hat. Jedes Jahr wird in einer Blindverkostung ein besonderer Wein von der Nahe ausgewählt. Die auf 1000 Stück limitierten Flaschen werden dann händisch mit einem in Silber gefassten Edelstein geschmückt. So kommt zusammen, was die Nahe besonders macht: Stein und Wein. Und wenn du den Nahewein in einer solchen Naturkulisse genießen kannst, ist der Augenblick perfekt. Na? Hast du Lust auf weitere tolle Geschichten und besondere Steine aus Rheinland-Pfalz? Dann klick dich ins nächste Abenteuer.